In diesem Video seht ihr das Chris Reef Umnumsan. Willkommen bei den New Age Outlaws. Ja, Wetter ist kacke, deswegen wechseln wir wieder mal nach drin. Diesmal ins Wohnzimmer, weil in der Küche doch ein bisschen Kack-Sound war. Hat es ein bisschen sehr geschallt, deswegen denke ich, dass es hier vielleicht etwas besser wird. Ja, Chris Reef Umnumsan, der Boss, das große Messer von Chris Reef. In Vergangenheit, in den vergangenen Jahren schon hundertfach vorgestellt und ich denke jetzt auch ohne mein Zutun wird es in vielen Jahren auch noch weiterhin hundertfach vorgestellt werden. Deswegen zeige ich euch auch einmal das Umnumsan aus meiner Sicht, was es da so zu sagen gibt. Ja, erstmal relativ ungewöhnlich in manchen Dingen. Soll heißen, das erste, was mir ungewöhnlich erschienen ist, dass es grundsätzlich ein Hohlschliff hat, entgegen vieler anderer Titan-Framelock-Folder, die dann teilweise mit kräftigem Flachschliff kommen, beziehungsweise ein, wie ich finde, ein Kompagnon in Material und in der Art und Weise. Das Cast Attack Real Steel Megalodon kommt mit einem, ebenfalls mit einem Flachschliff, wie gesagt viele Titan Framelock Folder ebenfalls, der hier relativ dünn ausläuft, ist es das bisher einzige Messer, das ich habe, das einen Hohlschliff hat, relativ kräftig oben an der Klinge anfängt und dann aber auch sehr schlank ausläuft. Das andere, woran ich mich erstmal gewöhnen musste, ist der Sound. Nicht beim Schließen, sondern beim Öffnen. Und zwar, wenn man jetzt mal den Framelock weghält, durch diese Gummiringe in den Daumenpins, die auch als Anschlag dienen, ja, bekommt das Messer einen ganz dumpfen Sound. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass der Framelock gar nicht selber diesen Anschlag hat, sondern, ich versuche es mal einzufangen für euch, hier sieht man es, dass hier oben eine Keramikkugel in der Framelock-Kante verbaut ist, die sowohl als Detentball dient und die Klinge reinzieht. Ja, es ist leider ein bisschen schwer zu sehen, aber ihr seht auch hier oben, schaut auch dieser Detentball oben aus dem Framelock raus. Der ist also genau in diese Innenkante, sag ich mal, eingesetzt. Und der halt, wie gesagt, auch als Klingenanschlag gilt und von hinten an die Klingenwurzel trifft. In den bisherigen Videos und Bildern, die ich gesehen habe, dachte ich immer nur, mein Gott, was steht der Framelock schon weit nach innen drin? Aber man muss das ein bisschen relativieren. Die Kugel steht nicht genau auf dieser Innenseite, auf dieser Innenkante des Framelocks, sondern steht etwas weiter nach innen und drückt ziemlich punktuell auf die Klingenwurzel. Das macht den Framelock zwar optisch relativ weit innen stehend, drückt aber wie gesagt sehr präzise punktuell auf den Framelock. Und von daher ist dieser Framelock-Stand erstmal gar nicht so vorrangig. Wichtig ist, wo die Kugel steht und wo die Kugel auf die Klingenwurzel drückt. Und das ist hier sehr gut. Ja, wie bei vielen, vielen anderen Framelock-Foldern, daher, wie schon gesagt, ein Griff aus Titan, die Griffschalen aus Titan. Diese sind massiv, sind nicht ausgefräst, was aber merkwürdigerweise trotzdem, trotz der Größe und auch trotz der Stärke der Griffschalen, dem Gewicht gar nicht so, so groß, was gar nicht so groß ins Gewicht haut. Merkwürdigerweise, wenn man jetzt beispielsweise das Viper Italo nimmt, das ja von der Größe her ähnlich ist, das wiegt schlappe 200 Gramm und ich glaube, hier sind wir bei 140 oder so, aber das überprüfen wir gleich noch einmal.
bin ich eigentlich überrascht gewesen. Genauso von der Größe her, wenn man jetzt einen Cebenza, Large Cebenza oder sowas nimmt, die sind ja auch schon nicht klein, dachte ich, das sind ja jetzt wirklich Riesendinger, aber es liegt sehr gut in der Hand und ich persönlich finde eben, ich bin Linkshänder, es liegt gerade für Linkshänder extrem gut, da ich diesen Überstand am Framelock in der rechten Hand theoretisch merke, wenn ich es so halte, dann drückt es mir hier doch in den Finger rein und als Linkshänder liegt es wirklich fantastisch. Liegt es wirklich gut. Überhaupt gar kein Problem. Ja, ein Jimping zur Daumenauflage bietet mehr als nur, ja, mehr als nur Rückmeldung, sondern ich finde, es bietet auch wirklich schon Traktion, ohne zu beißen, ohne weh zu tun. Und auch diese Einfräsungen bieten ein bisschen, ja, ein bisschen Feedback, was da gerade so in der Hand passiert. Die Handlage wirklich fantastisch. Der Ringfinger liegt hier, wie ihr seht, auf dem Clip, der auch gleichzeitig nochmal hier auf den Framelock drückt, der aber auch so schon einen anständigen Druck aufbaut. Also ist nicht, dass der zu schwach ist, weder der Detent noch der Framelock. Ja, ansonsten haben wir ein recht aufgeräumtes Design. Die zweite Generation des Unumsahns kommt mit diesen Torx-Schrauben daher, nicht mehr mit diesem, ja, mit diesen breiten, mit dieser breiten Pivot Screw, die nur mit diesem, ja, diesem Spezialwerkzeug zu bedienen war, soweit ich weiß. Ja, und ansonsten haben wir noch einmal dieses bewegliche Lanyard, diese Lanyard-Hülse drin, die auch ausgetauscht werden kann, komplett mit dem mitgelieferten Lanyard. Und noch eine Schraube mit diesem Abstandshalter, mit diesem Standoff drin. Und das war's dann auch schon. Die Haptik ist ja etwas rau, ein sandgestrahltes Titan. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bekommt man auch bei dem Kauf dieses Unumsahns in dieser großen Box auch den Zettel mit bei, wo dann drauf steht, falls irgendwas zu reparieren ist oder Sand gestrahlt werden soll, kann man das Messer einsenden an Chris Reeve. Die kümmern sich drum und man selber bezahlt dann also nur die Postkosten. Das ist recht anständig von denen, wie ich finde. Ja, sonst von Haptik, ich denke, es war auch mal in gewisser Weise als Konkurrenz gedacht. Das Megalodon kommt halt ebenfalls mit der S35 Foil-Klinge daher, wie auch das Unumsahn. Der S35 Foil-Klingenstahl wurde von Chris Reeve und Crucible speziell hergestellt und konstruiert, sage ich jetzt mal. Und jo, nach wie vor ist es bei den Chris Reeve Messern in Benutzung. Das Klingenfinish ist ja, ein Stonewash, das aber, wie ihr seht, auch noch einen fantastischen Glanz hat. Also ist nicht einfach nur ein Stonewash drauf geätzt worden, sondern halt auch noch wirklich mit einem sehr schönen Glanz versehen. Und durch den angesprochenen Hohlschliff ist es also auch wirklich ein toller Schneidteufel. Das bringt sehr tolle, überraschend gute Schnittleistungen. Es geht sehr weich durch Schnittgut durch. Also ganz toll. Was ich ein bisschen irritierend finde persönlich, ist zwar wir haben zwar eine wirklich sehr, sehr schöne Klinge mit diesen Höckern drauf, ich sag so, so eine Art Reno-Design, aber diese Swatch hier oben ist doch relativ scharf angeschliffen. Jetzt muss das nichts heißen, also es schneidet nicht, aber ich würde sagen, dass sowas halt eine Auslegungssache ist und je nachdem, wer da was auslegt, könnte man es vielleicht darauf hinaus laufen lassen, dass es hier scharf geschliffen ist und somit zwei angeschliffene ja, Schneidphasen hat. Und dann könnte es eventuell meiner Meinung nach Probleme geben. Also da würde ich mich nicht unbedingt, würde ich nicht unbedingt darauf ankommen lassen, mich damit draußen erwischen zu lassen. Wir haben hier eine Verrundung im hinteren Bereich, sehr schön verrundet, die dann auch in diese Swatch, in diese Schräge, in diese Phase übergeht und somit auch wirklich schon schön verarbeitet ist. Das Out
Fit, das Layout, sage ich mal, ist also nur in Grau erhältlich, nicht anodisiert oder sonst was. Es gibt noch spezielle Special Editions, soweit ich weiß, vom Sebenza Modell, wo dann ein anderes Outfit noch drauf gebracht wurde. Bei dem Umnumsan ist es meines Wissens nach nicht so. Ja, der eine sieht es vielleicht ein bisschen als Schwachstelle an. Ich denke mir eigentlich auch, ja, muss es sein, hat es sein müssen, diese Gummiringe an den Daumenpins zu montieren. Es sieht erstmal nicht schlecht aus, habe ich nichts gegen. Dass der Sound dann aber auch so verändert wird. Mir persönlich fehlt ein bisschen dieses Einrassen, dieses Klicken. Denn selbst bei dem Modell, wo ich sagte, dass es mit sämtlichen Chris Reeve und Sebenza und sonst was für Modellen qualitativ definitiv mithalten kann, das kann ich auch jetzt, nachdem ich die beiden mal gegeneinander in der Hand gehalten habe, kann ich das auch definitiv so wiedergeben. Und selbst dieses, was wirklich sehr massiv und sehr, ja, einen sehr kräftigen Klick hat, nicht so einen blechernen. Ja, selbst das, also es fehlt mir persönlich so ein bisschen, dieses satte Klicken. Also, ich weiß nicht, muss man sowas machen? Zumal ich auch denke, dass irgendwann eine gewisse Abnutzung, dass irgendwann die Weichmacher aus dem Gummi rausgehen könnten bei häufiger Benutzung. So, dann würden die eventuell vielleicht mal irgendwann rissig werden und ja, es wird sicherlich Ersatz geben, aber denke ich, oder so fühlt es sich für mich persönlich auch schon an, dass es, naja, eine unnötige Schwachstelle ist. Ja, des Weiteren haben wir noch diesen Überstand hier. Der ein oder andere sagte, dass es wahrscheinlich ein Glasbrecher ist. Ja, aber auch hier muss ich sagen, wer benutzt denn Umnumsan, um Glas zu zerkloppen? Ja gut, in der Not, wenn du nichts anderes hast, würde es vielleicht in Frage kommen. Ich könnte mir auch denken, dass das ja wie so eine Art Frontflipper vielleicht fungieren soll, dass man damit die Klinge ein Stück weit öffnen kann und dann mit dem Daumen dann halt an den Daumenpins die Klinge aufdrückt. Wäre auch noch eine Möglichkeit in meinen Augen. Ja, der Clip ist ebenfalls aus Titan, funktioniert auch gut, ist nicht zu hart. Macht also die Taschen nicht kaputt, denke ich. Ja, und ein Klassiker im Design. So, ja, so normal, so unscheinbar und doch wieder so speziell. Deswegen hat mir das Unumsan halt auch sehr gut gefallen. Ein Overtravel Guard mit dem Chris Reeve Logo, ja, farblich etwas abgesetzt oder kontrastmäßig etwas abgesetzt. Und natürlich auch das Idaho Made. Das ist halt im Bundesstaat Idaho angefertigt wurde, in dem die Firma von Chris Reeve ansässig ist, darf natürlich auch nicht fehlen. Jo, kommen wir einmal zu den Maßen. Und zwar, es öffnet wie auf Watte, ne? Also der eine mag es vielleicht, meinst du das persönlich nicht so sehr? So, wir haben eine Klingenstärke von 3,5, naja, 3,6 Millimetern und die Titanbacken sind auch ja, 3,6 Millimeter breit. Wie gesagt, die sind nicht ausgefräst und ich bin doch überrascht, dass das Messer doch relativ leicht und leichtfüßig daherkommt. Wie gesagt, durch den Flachschliff mit einer tollen Schneidperformance. Ich bin wirklich überrascht gewesen. Überhaupt auch, dass Reef das Ding halt nicht mit Flachschliff, sondern mit Hohlschliff versieht. So eine Klingenlänge von 9,4 cm und eine Gesamtlänge von 21,2 cm haben wir. Und ein Gewicht. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch aus einigen Videos und aus den Herstellerangaben entnommen. Haben ein Gewicht von 140 Gramm. Echt, auf jeden Fall überraschend, wie ich finde. Mal einmal das Rieke 1503, 125 Gramm. Gut, das ist maßlich etwas drunter. Wir könnten, genau,
Wir könnten das Megalodon einmal entgegennehmen, 120 Gramm. Jetzt sind sie alle leichter. Also, ich bin es aber durchaus auch gewohnt, dass diese Titan-Klopper doch schon auch mehr Gewicht haben. Wie gesagt, das Viper Italo mit 200 Gramm unter anderem und auch teilweise die großen Weknives wiegen doch einiges mehr. Von daher finde ich aber, dass diese 140 Gramm überhaupt nicht schwer ins Gewicht fallen und das auch wirklich subjektiv gar nicht so schwer, gar nicht so unangenehm ist, trotz der Größe. Ja, wie gesagt, etwas schade finde ich, dass sie da diese Gummidinger montiert haben und dass es vom Sound her für mich persönlich eigentlich relativ unattraktiv ist. Ansonsten ein paar Highlights, wie gesagt, konnte ich hier auch feststellen, unter anderem auch die sehr fein ausgeführte Schneidphase. Wenn man manche Schneidphasen sieht, die sind wesentlich grober in der Durchführung. Hier sehr schön, sehr fein gemacht. Jo, das soll es auch schon gewesen sein. Ein kurzer Überblick über das Chris Reeve Umnumsan. Ich hoffe, die kleine Messervorstellung hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ja, soweit, so gut. Ja, das Wetter ist kacke, das Wetter bleibt kacke, aber vielleicht kann ich demnächst mal wieder ein Video von draußen für euch machen. Ja, soweit, so gut. Bleibt gesund, habt Spaß. Tschüss.